Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 24. Oktober 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession, also nicht wundern, dass Sonne, Mond und die Planeten anderes platzieren, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Heute ist Vollmond und das bedeutet, dass Sonne und Mond liegt gegenüber. Und das heißt, Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt die Licht von der Sonne. Wenn die beiden sich treffen bei einem Neumond, dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten. Und für uns ist der Mond unsichtbar. Mond bewegt sich schneller als die Scheinbewegung die Sonne und entfernt sich schnell von dieser Position und beginnt die zunehmende Mondphase. Wenn erreicht den Punkt, wo genau gegenüber von Sonne steht, dann kann die Sonne ganz und voll beleuchten und wir erleben so wie heute als Vollmond. Dann bewegt sich Mond wieder schneller als die Scheinbewegung. Die Sonne entfernt sich von dieser Position und beginnt die abnehmende Mondphase. Also das bedeutet, heute liegt Sonne und Mond genau gegenüber. Nach indischen Berechnung befindet sich Sonne in Tierkreiszeichen Waage und Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Die Thema ist bei Waage und Widder das Ich und Du. Die Widder symbolisiert die Persönlichkeit, auch das Selbst zu sein. Die Widder-Motto ist Ich bin's. Und bei Waage geht es um die Partnerschaft. Und das sind die Hauptthema bei diesem Vollmond, Liebe und Partnerschaft, aber auch das Selbst nicht aufgeben, nicht opfern, nicht aufopfern, auch für die Liebe nicht, sondern das soll im Gleichgewicht sein, geben und nehmen. Bei diesem Vollmond ist sehr wichtig, die Licht zu betrachten. Bei indischen Astrologie bedeutet ein Vollmond Glück, weil das Lebensweg wird beleuchtet. Es passiert etwas, wir erfahren die Wahrheit oder wir erkennen unseren Lebensweg. Das Weg wird beleuchtet, kommt Klarheit in unserer Lebenssituation. Wir sehen etwas klar und deutlich. Bei diesem heutigen Vollmondposition gibt noch einen Einfluss von den beiden Mondknoten. Und diese beiden Mondknoten symbolisieren die Karma. Die absteigende Mondknoten oder Ketu, so wie die indische Astrologie das bezeichnet, ist die alte Karma. Alten karmischen Erfahrungen steht exakt in Verbindung zu diesem Vollmondposition, wirkt auf die Sonne, wirkt auch auf den Mond. Hier brauchen wir Klarheit und berührt unsere Gefühlen. Und hier entsteht eine gewisse Spannung. Oft ist es die Angst, karmischen Themen zu berühren, diese Erinnerungen, alles kommt hoch und wir brauchen die inneren Ruhe und die inneren Gleichgewicht. Die aufsteigende Mondknoten, was die Richtung zeigt als Ausweg, diese Rahu-Position ist gerade in Tierkreiszeichen Krebs, wieder eine gewisse Spannung und wir sollen wieder die Unsicherheit, die Zweifel überwinden und mehr Zugang zu unseren Gefühlen, das ist die Krebs, die Wasserelement und Themen wie Familie oder Nachwuchs. Krebs bedeutet auch ein Familienbetrieb, oft ein Hinweis auch Selbstständigkeit. Bei exakten
Vollmondposition steigt die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont auf, die Energie nimmt zu und es ist die Stierenergie. Und das sollen wir alle berücksichtigen in diesem heutigen Vollmondtag, das Leben zu genießen, bequem zu machen, etwas gemütlich machen, aber bedeutet auch Geduld. Und die Stierenergie bedeutet noch, etwas im Besitz zu nehmen oder um die Finanzen kümmern. Gegenüber steigt in Westhorizont die Tierkreiszeichen Skorpion nach unten. Die Skorpionenergie spiegelt etwas und das ist die Liebe, Partnerschaft und natürlich die Skorpionenergie, die magische Anziehungskraft, auch die erotische Anziehungskraft, auch die Transformation, in die inneren Kraft zu vertrauen. Und wie wirkt es auf dem einzigen Tierkreiszeichen? Damit meine ich, wo sollen wir unsere Augen öffnen? Bei einem Vollmond sollen wir etwas klar und deutlich erkennen, welche Richtung sollen wir schauen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist die richtig, das Ich und die Besitz, die Finanzen natürlich, aber auch die Persönlichkeit, diese Auftreten und auch diese Bedürfnis wahrgenommen werden. Und hier spiegelt etwas das Leben für die Stiergeborenen und das ist die Liebe, Partnerschaft. Bei Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und die Finanzen in Ordnung zu bringen, das sollen die Aufmerksamkeit lenken. Die Krebsgeborenen haben karmische Themen, karmische Aufgaben, ein neuer Weg, eine neue Richtung und wo sie aufräumen, das ist die Verwandtschaft, die Bekanntenkreis und die vertraute Umgebung. Kleinere Veränderungen sind auch möglich, genau in die Richtung schauen. Bei Löwengeborenen ist wichtig die innere Ruhe, die innere Kraft, die Rückzug, das eigene Zuhause. Das ist, wo die Löwengeborenen gerade die Aufmerksamkeit lenken sollen, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Natürlich, ein Umzug ist auch möglich. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist ein wichtiges Thema die Kinder, entweder die eigenen Kinder oder Arbeit mit Kindern, bedeutet auch die eigenen Kindheit, ein Rückblick, diese Nostalgie, da kommen die Erinnerungen, aber bedeutet auch die schöpferische Kraft. Bei Tierkreiszeichen Waagegeborenen ist wichtig gerade die Arbeit, aber auch die Pflichten nachzugehen und bedeutet auch Gesundheit, um die Gesundheit kümmern. Und Themen kommen noch wie Liebe, Partnerschaft, klärenden Gesprächen. Das ist die Merkur- und Venus-Energie, gerade bei die Waagegeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sollen im inneren Gleichgewicht bleiben. Und Thema ist natürlich Liebe, Partnerschaft, wie ich schon sagte. Das spiegelt heute etwas und das ist die Skorpionenergie. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen befinden sich eine Art Transformation und Veränderungsprozesse. Vieles wird losgelassen, andere Themen werden befestigt. Und die Schützengeborenen brauchen auch diese Sicherheit und Stabilität. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben karmische Themen und hier kommt die Vergangenheit. Erinnerungen, karmischen Erinnerungen, da sind auch viel Talente und Fähigkeiten da. Oder karmischen Begegnungen, jemand kehrt zurück von früheren Leben, das sind die Seelenverbindungen, sind auch möglich. Und das wäre eine Richtung bei den Steinbockgeborenen. Die andere Richtung, was auch wichtig ist, gerade bei den Steinbockgeborenen, das ist die Reisen Ausland. Und diese Reise kann natürlich auch eine innere Reise sein. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen fühlen sie sich etwas enttäuscht. Das sind auch alte Themen, sie sollen das loslassen und darum kümmern, dass sie Anerkennung haben. Jetzt haben sie auch Erfolg, Chancen, ihre Ziele können sie erreichen.
Bei Tierkreiszeichen Fischen geboren ist wichtig die Hoffnung, die Träume, die Visionen und auch wichtige Themen, das nicht aufgeben, sondern als Ziel setzen, weil da kommen die Veränderungen. Bei Fischen geborenen ist auch möglich, neue Kontakte, Freundschaften, diese Begegnungen. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtig ein gewisser Rückzug, die Ruhe, und die Ruhe liegt auch die Kraft, und viele Geheimnisse werden die Wiedergeborenen gerade erleben oder Geheimnisse erfahren. Die heutige Mondhaus, wo sich gerade die Mond bewegt, in Tierkreiszeichen Wider, heißt Ashwini, und diese Ashwini ist die Heilenergie, bringt gerade Heilung in unserem Themen. Das war mein heutigen Tageshoroskop bei diesem Vollmond am 24. Oktober 2018. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.